Ja, moin moin Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Halo 4, auf legendär. Und oh mein Gott, bist du penetrant. Der schießt schon auf mich. Toller Start für die Folge. Ich muss ihn einfach sauber erwischen. Wir haben gleich sehr viel zu tun. Die Eliten haben gerade allen Bodentruppen befohlen, den Eingang zum Turm über uns zu sichern. Ach, der weiß es sofort wieder, ja? Shit, ey. Okay. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir die kleine Potsau. Kümmern wir uns auch mal um die Kleine. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das Schwert mitzunehmen, aber wir haben halt keine Alternative, oder? Da, doch, wir nehmen die Plasmapistolen einfach mit. Ist sofort umdrehen oder auf mich schießen. Kleine Schweine. Ich finde es sowieso seltsam, dass sie irgendwann verlernt haben, einfach unsere Sprache zu sprechen. Früher konnten sie es noch. Vor allem wir. Achso, ja, die haben einen Translator. Kein Problem. Holla Pisser, ey. So. Plasmapistole. Scheiß aufs Schwert. Ich mag zwar das Schwert, aber hier ist es überhaupt nicht zu gebrauchen. Okay, das war wieder eine panikhafte Granate irgendwo in die Luft. Lass den Scheiß, ich muss da erstmal deinen Freund umbringen. Dann kümmere ich mich gerne um dich. Okay, wir müssen näher ran. Oh, er weiß nicht, dass wir hier sind. Jetzt weiß er's. Und jetzt ist er tot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Läuft wie geschmiert. Außer, dass uns bald natürlich die Munition ausgeht. Sniper. Nicht gut. Gar nicht gut. Alter. Scheiß Pisser da oben. Oh Gott, er sieht mich. Wo willst du denn hin? Alter, dreh dich um! Da ist halt Munition. Ach, wo hab ich die Munition her? WTF? Ah! Ach, ich dachte, die wäre grün bei ihm gewesen. Nein, war sie nicht, Freunde. Entwarnung. Er hat keine grüne. Denn grün bedeutet so viel wie Freund. Ich bezweifle, dass die unsere Freunde sind. Wozu kriege ich hier einen Sniper geschenkt? Hast du Spaß dran, ja? Hä? Was ist denn da los? Gegen wen oder was kämpfen die da? Hä? Sind da unsere Leute schon hier? Was ist denn da los? Ich brauche eine Plasmapistole. Wir müssen kurz zurück. Ohne Sekundärwaffe gehe ich hier nicht weiter. Niemals ohne Sekundärwaffe gehen, ey. Was zur Hölle schießt da rum? Ah! Das erklärt so einiges. Die Wächter wollten die Allianztruppen fernhalten. Aha. Ich weiß nicht, obwohl, natürlich, klar. Ich wollte gerade sagen, wie sollen wir an denen vorbeikommen? Flink, der lässt sich nicht so leicht mit denen tanzen. Jetzt krieg ich doch halt. Okay, wir haben 5 Schuss für ihn gebraucht.
Einer geht daneben. Lass das! Na komm, krepier! Oh mein Gott! Oh, er lebt noch! Während Sie beschäftigt waren, konnte ich eine Übertragung der Infinity entwirren. Klang, als hätte er Artefakt gesagt. Ob es wohl das ist, worauf die Allianz es abgesehen hat? Wo ist die Station? Laut Karte ist sie an der Spitze des Turms. Mhm. An der Spitze des Turms, ja. Okay, die Wächter sind ja freundlich. Alles ist gut. Die Wächter mögen mich. Ich bin schneller als das Ding. Aber bevor wir da hochgehen, gehen wir erstmal hier hin. Hier ist nämlich ein Terminal. Der Knoten hängt in einer Zugriffsschleife auf etwas fest, das er die Domäne nennt. Anscheinend eine Art extraterrestrischer Datenspeicher, wobei ich lediglich Teilstücke der Übermittlung rausfiltern kann. Ich speichere es für eine spätere Analyse. Okay, das heißt, wenn wir die Teile zusammengefunden haben... Chief, versuchen Sie es am Ende der Rampe. Kriegen wir was Besonderes. Ich glaube, oben ist ein Lift. Was ist denn los hier? Nicht ins Licht! Geh nicht ins Licht, Master Chief! Nein! Laut der Kathedrale ist diese Station nur ein Knoten in einem größeren, den Planeten umspannenden Transitnetz. Was? Beim Versuch, auf die dem Signal der Infinity nächstgelegene Schnittstelle zuzugreifen, habe ich das hier erhalten. Was ist das? Das ist der Clou. Es ist das Blutsväter-Symbol für Reclaimer. Die Menschheit. Das muss die Infinity sein. Kannst du uns dahin bringen? Versuche, Portal zu öffnen. Cortana. Empfange unbekannte Energiesignaturen. Woher? Das kann nicht sein. Setz einen Wegpunkt aus dem Turm. Aber die sind blau. Cortana? Schnell in das Portal! Schief, los! Warum sind sie blau? Requiem. Erfolg freigeschaltet. Yeehaw! In jedem Level gibt es ein Terminal, bis auf die ersten beiden, der Prolog und der Ding. Was waren das für Dinger? Eine Art fortgeschrittene Verteidigungs-KI. Vielleicht mit den Wächtern verwandt, schwer zu sagen, ohne genauere Betrachtung. Los, sehen wir mal, wohin uns das Transportsystem gebracht hat. Vergraben und vergessen, Freunde. Wo sind wir? Wir sind im Inneren von Requiem. Okay. Wo ist die Infinity? Das hier ist ganz klar Requiems Kern. Aber die Infinity ist definitiv nicht hier. Was du nicht sagst.
Der Satellit im Zentrum verstärkt die Übertragung des Schiffs wie ein Relais. Vielleicht können wir damit antworten. Vielleicht. Die austretenden Strahlen verursachen die Störungen. Um die Infinity zu kontaktieren, müssen wir sie ausschalten. Kannst du uns hinbringen? Öffne ein Tor zum ersten Strahlenpylon. Ziehen Sie mich raus und los geht's. Okay. Ich weiß in etwa noch, wo das Terminal ist. Da sagt sie irgendeinen Spruch, der bleibt immer im Kopf hängen. Holy shit. Das kann nicht gesund gewesen sein. Ist das der erste Pylon? Negativ, konnte uns nicht dichter ranbringen. Sie haben doch nichts gegen einen Spaziergang? Nö, nö. Oh. Feinde! Och nee, bitte nicht die Kleinen. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Springer sind fies. Die Springer sind richtig fies. Also die großen von denen. Da sind sie wieder. Sie kommen die Wände runter. Ja, das ist nicht nett. Scheiße, ein Schuss verfehlt. Ich muss noch Munition sparen. Nein. Nein. Es sind wie die Bagger. Nur auf der Seite von den scheiß Wichsern, ey. Es waren nicht die gleichen Viecher wie in der Station. Kortikaler Fußabdruck ähnelt den Turm-KIs. Die gehören zusammen. Oh yeah. Ich weiß nicht, ob wir damit auch Headshots landen können, aber wir werden es versuchen. Schauen wir mal. Ich glaube, ich erinnere mich sogar ganz genau, wo das ist. Also, wo der Kontrollpunkt ist. Nicht Kontrollpunkt, sondern wo das Terminal ist. Oh, ich habe es gerade auf dem Radar gesehen. Er ist ein richtiger kleiner Sonnenschein, oder? Ja, yeah, zum Liebhaben. Nach diesem kurzen Einblick würde ich sagen, dass diese Konstrukte Nachahmer sind. Wir laufen mal hier vorbei. Das scheint mir ein sicherer Weg zu sein. Was ist denn das? Achso, ein Pilz. Na, immerhin gibt es hier Nahrung, eine Nahrungsquelle. Falls ich länger hier bleibe. Apropos, was ist der eigentlich? Achso, wir sind immer noch im Kern. Was ist eigentlich der Master Chief zwischendurch? Mehr davon? Ähnliche Phasenaktivität im Sensorbereich. Hier ist gleich der Teufel los. Das ist nicht gut. Fuck, guckt euch das an. Alles voller Springer. Kleine Hunde, ähnliche Wichser. Zuerst müssen wir das Ding ausschalten. Ja, so leicht wird es aber nicht. Denn, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Aber die lassen den Typen wieder auferstehen. Ist gut, Dude, ist gut. Lass den Scheiß. Oh mein Gott. Ist der penetrant? Nein, gib mir deinen Kopf, verdammt. Wo ist er hin? Ah, er hat sich wieder aufgeladen. Kacke. Ah. Eigentlich bräuchte ich hier auch eine Plasmapistole. Gib mal dein verdammtes Schild, ey. Ah, endlich. Jetzt lösen sie sich nämlich auf. Muss mich um den Pinner kümmern. Hab was Interessantes über unsere neuen Freunde rausgefunden.
Der kurze Blitz, den wir sehen, wenn die Großen explodieren, ist eine Art Datenlöschung. Kannst du dich reinhacken? Ich konnte nur Zeichenketten herausfiltern, die die Großen als prometheanische Springer bezeichnen. Darüber hinaus wird's ziemlich undeutlich. Wenn ich nur eine Plasmapistole hätte, das wäre so easy. Wir haben übrigens Granaten von denen. Und natürlich ein paar Waffen. Ja komm, weißt du was, nehmen wir die Pistole mit. Laufen wir jetzt erstmal mit prometheanischen Waffen durch die Gegend. Die sind übrigens dazu entwickelt worden, um die Flood aufzuhalten. Na komm, mein Freund. Unser Schild ist aufgelöst, nein. Verdammt. Ja, nee, ist klar, du. Ah, ich bin rückwärts in die Granate reingelaufen. Oh Gott. Hätte ich doch nur eine Plasmapistole, ey. Das wäre so easy. Naja. Wir haben immerhin eine Granate, weil die zweite liegt da hinten noch. Jetzt haben wir zwei. Es ist ja nicht so schwer, gegen die anzukämpfen. Es sind wie Eliten. Na komm, gib mal dein hübsches Köpfchen. Sehr schön. Übrigens, die Waffe hier verschießt 3 Munition auf einmal. Deswegen ist die Munition hier recht knapp. Oder? Ja. 3 Munition auf einmal. Kannst du nicht woanders hingehen? Irgendwo, wo du gemacht wirst. Okay, damit kann ich auch jetzt Schatz landen. Oh, 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 oh. Mach keinen Scheiß, Kleiner. Mach dich nicht unglücklich. Okay. Bist du nur noch alleine, Springer? Nein, natürlich nicht. Verzieh dich doch mal! Was soll das? Wirf deine eigenen Granaten. Diese Springer sind so lästig. Oh Gott, er will mich schlagen. Oh, hätte er mich getroffen, wäre ich so am Arsch. Aber sowas von. Na komm her. Zum Glück haben wir ein bisschen mehr Pistolenmunition, weil die kleinen Crawler hier verlieren die ohne Ende. Aber kann halt nur 30 Muni tragen. Ist ein bisschen schade. Einer war doch hier noch. Oh nein. Jetzt kommt meine faste Stelle. Oh Gott. Mach keinen Scheiß, Mann. Ich häng fest. Was war das? Wieso hat sich die Farbe geändert? Das habe ich nicht bestellt. Man kann nicht so schnell mit der Waffe schießen, weil, jetzt kommt's, man kann sie aufladen. Und dann ist es wie so ein kleiner Mauler. Quasi eine halbe Schrot. Habe ich dir erlaubt, dich wegzuteleportieren? Verdammt. Deswegen hasse ich die Springer so sehr. Die porten sich einfach jedes Mal wieder weg. Mist. Ja, wirf nur deine Granaten, ist mir doch scheißegal. Ich laufe nämlich weg, Freund. Und man kann an den Springern echt seine gesamte Munition verballern, weil sie einfach immer wieder abhauen. Und du bist eine kleine Nervensäge, Mann. Ah. Oh Gott, nein, zieh mich nicht. Oh. Das ist jetzt sehr schlecht. Lauf, Mann, lauf. Master Chief, lauf. Hier haben wir angefangen. Wir sind gerade mal 10 Meter gekommen.
Hallo. Bezieht euch mal. Nein. Ich kann mit der Waffe nicht zoomen, das ist kacke. Ja. Ist gut, Kleiner, ist gut. Beruhig dich doch erstmal, beruhig dich doch erstmal. Ah, da ist noch ein Springer. Jetzt sind sie schon zu zweit. Ah. Na komm. Ich treffe den Kopf nicht mehr. Scheiße, oh nein. Das wäre der Kopf gewesen. Ja, leck mich halt fett. Hast du dich schon wieder aufgeladen, oder was? Ja, wie erwähnt, meine Munition ist am Ende. Wir brauchen einen Plan. Tja, Freunde, werde ich es schaffen? Werde ich diesen Pisser aufhalten? Das erfahrt ihr dann wohl erst morgen. Chief, solange wir den Pylon nicht deaktivieren, können wir die Infinity nicht kontaktieren. Ja, ist gut. Haut rein, Leute, euer Zero. Tschüss.